So, meine kleinen Hobby-Detektive, ich glaube, ich habe es jetzt so ungefähr gelöst, wenn das jetzt stimmt oder auch nicht. Ich habe die ganze Zeit ganz mehr richtig. Mann, ich probiere schon seit was weiß ich wie lange jetzt rum. Ich muss gerade mal alles nochmal abchecken. Das Opfer erlitt nur eine Verletzung, die jedoch tödlich war. Habe ich. Ja? Was ist da mit... Wobei, ne, habe ich doch selbst da. Da ist der Fehler. Oder nicht? Ich bin gerade irgendwie verzweifelt. Ich finde es nicht. Ne, das ist noch falsch, wurde im Stehen. Hat sich auf dem Boden nicht gewehrt. Das habe ich doch alles. Ah, jetzt habe ich es. Wir haben zwei Theorien. Die erste ist, dass der Mörder von Lestrade und der von Schwarz beobachtete Angreifer ein und dieselbe Person sind. Die zweite Theorie ist, dass Lestrade einen Kunden getroffen hat. Duttfields Yard, um ungestört zu sein. Als sie dort ankommen, tritt ihr der Angreifer entgegen, während sein Komplize Schmiere steht. Schwarz stört die beiden Männer und sie müssen von ihrem Opfer ablassen. Sie entfernen sich vom Tatort und lassen Lestrade zurück, die zwar aufgewühlt, aber froh ist, dass die beiden Männer ihren Kunden nicht vergrault haben. Dieser Kunde wird sie schließlich ermorden. Beide Theorien sind in sich stimmig, aber ein Detail macht keinen Sinn und schließt daher eine der beiden Theorien aus. Ein unstimmiges Detail, das mit dem Mord in der Hanbury Street zu tun hat. Welches Detail könnte das sein, Watson? Sehen Sie sich das Opfer genau an, Watson, und sagen Sie mir, welcher Zusammenhang zwischen dem Mord an Lestrade und den Morden an Polly Nichols und Annie Chapman besteht. Das ist jetzt natürlich die Frage. Welcher Unterschied? Einmal die Hand hier, oder? Nein, das ist wohl nicht richtig. Die Tüte mit den Pastillen, Holmes. Habe ich die doch. Die Tüte mit den Pastillen. In der Tat, Watson. Hätte sie sich gegen ihren Mörder zur Wehr setzen müssen, wäre die Tüte nicht mehr in ihrer Hand gewesen. Die Tüte ist nicht heruntergefallen, weil diese Frau die Tüte fest in der Hand gehabt hat, als sie auf den Boden gefallen ist. Wir wissen also, dass der Mörder seine Opfer ablenkt, indem er sie etwas aus ihrer Tasche nehmen lässt. Warum hat er nicht ihre Kehle durchgeschnitten wie bei den anderen Opfern? Er muss befürchtet haben, dass sich diese willensstarke Frau heftig zur Wehr setzt. Warum hat er ihr keine Organe entnommen? Weil Louis Deemschutz gekommen ist. Denken Sie, dass der Whitechapel-Mörder hinter diesem Verbrechen steckt, Holmes? Nee. Ja. Doch? Okay. Und jetzt, dann doch. Vielleicht doch. Ja, gut. Okay. Dem richtigen Täter zuschreiben konnten, werden wir einen tieferen Sinn dahinter erkennen, sobald wir die Fakten dieser Nacht untersucht haben. Gehen wir zum Mitre Square, wo Catherine Eddowes ermordet wurde. Und rasch, Watson, denn in 40 Minuten ereignet sich schon der zweite Mord, den wir rekonstruieren müssen. Was? Warum in 40 Minuten? Woher weißt du das? So, wir sind auf dem Mitre Square, Watson. Wir haben nur 20 Minuten gebraucht, um hierher zu kommen. Wenn der Mörder den Duttfields Yard gegen 1 Uhr verlassen hat, wie wir vermuten, ist er gegen 1.20 Uhr angekommen. Aha. Wir wissen, dass die Leiche von Catherine Eddowes um 1.44 Uhr gefunden wurde. Gegen 1 Uhr wurde sie aus dem Gefängnis entlassen. Aber wir wissen nicht, was sie zwischen der Entlassung und ihrem Tod getan hat. Es gibt 3 mögliche Zugangswege. Mal sehen, wohin sie führen. Da bin ich aber auch mal gespannt. Ich habe sicherheitshalber eine alte Karte dieser Gegend mitgenommen, damit wir uns besser zurechtfinden. Beeilen wir uns, Holmes. Diese Gegend ist mir wirklich unbehaglich. Du hast immer Schiss. Synagoge, Middle Street und St. James Passage. Okay. So, gucken wir mal dahin. Die Church Passage. Der Imperial Club in der Duke Street muss hier ganz in der Nähe sein. Gehen wir bis zum Ende dieser Straße, Watson. So, geschafft. Ist das nicht Isaac? Guten Abend. Sie sind Abraham Solomonovich, nicht wahr? Ja, der bin ich. Aber ich kenne Sie. Sie sind mit einem Jungen in meinem Laden gewesen und ich sollte mich um seine Katze kümmern. Außerdem haben Sie sich meine Schutzmaske ausgeliehen. Richtig. Darf ich vorstellen? Dr. Watson, natürlich. Angenehm. Und Sie? Ich habe vor einigen Tagen erfahren, dass Sie ein Detektiv sind und Sherlock Holmes heißen. Ist das richtig? Sie sind ja bestens informiert.
Die Kinder haben meine Identität preisgegeben, nicht wahr? Eher unfreiwillig, muss ich gestehen. Ich habe ihr Vertrauen mit einer Fellbürste und einem halben Kuchen gewonnen. Da haben die Kinder ein gutes Geschäft gemacht und ich kann ihnen keinen Vorwurf machen. Dennoch muss ich sie bitten, Stillschweigen über meine Identität zu bewahren. Ich gebe ihnen mein Wort. Ich war einfach nur neugierig. Würde es gegen die Diskretion verstoßen, wenn Sie mir verraten, warum Sie Ihre Ermittlungen hier in diese Gegend führen? Nö, ich glaube nicht. Okay, komm, Chat. Was wissen Sie über diese Gegend und den Mitre Square? Hier lebt ein Dämon, Mr. Holmes. Seine unaussprechlichen Taten sind unmenschlich und bringen die jüdische Gemeinde ernsthaft in Gefahr. Es wird viel spekuliert. Aber das sind alles nur Gerüchte. Wie ich sehe, kommen Sie gerade aus dem Imperial Club. Er ist nur einen Steinwurf vom Mitre Square entfernt und bestimmt hat man dort über die zwei letzten Morde heiß diskutiert. Wissen Sie, ob jemand aus dem Club in dieser Nacht etwas gesehen oder gehört hat? Ja, Mr. Holmes. In dieser Nacht haben drei Mitglieder des Clubs gesehen, wie sich am besagten Ort eine Frau mit einem Mann unterhalten hat. Nur wenige Minuten, bevor die Leiche am Ende dieser Straße gefunden wurde. Interessant. Sind Sie sicher? Holmes, haben Sie das gehört? Beruhigen Sie sich, Watson. Im Moment lässt nichts darauf schließen, dass es sich dabei um das Opfer gehandelt hat. Können wir mit diesen Mitgliedern des Clubs sprechen? Ich befürchte, das ist nicht möglich. Nachdem die Polizei die Aussagen dieser Männer entgegengenommen hatte, mussten sie sich zur Geheimhaltung verpflichten. Ich verstehe. Aber Sie setzen sich für das Gute ein. Und deswegen will ich Ihnen sagen, was ich weiß. Einer dieser drei Männer, mein Freund Joseph, hat in dieser Nacht den Imperial Club mit zwei anderen Mitgliedern verlassen. Mit Harry und einem weiteren Mann namens Joseph. Das war gegen 1.35 Uhr, vielleicht etwas früher. Als Joseph, nicht mein Freund, sondern der andere Joseph, ein Metzger aus Aldgate, den Club verlassen hat, hat er gesehen, wie sich ein Mann und eine Frau unterhalten haben. Und zwar genau hier, wo wir stehen. Dann müssen diese Männer ungefähr 5 Meter von dem Paar entfernt gewesen sein. So ist es. Joseph, der Metzger, hat in die Richtung des Paares gezeigt und zu den anderen beiden gesagt, seht nur, wenn ich solche Leute hier sehe, gehe ich den Weg nach Hause nicht gerne alleine. Mein Freund Joseph hat sie angesehen, ohne dass ihm etwas Ungewöhnliches aufgefallen wäre und hat nicht verstanden, was der andere Joseph gemeint hat. Sie haben zwar etwas ungepflegt ausgesehen, aber mehr nicht. Ich muss ja schon fast gar nichts mehr sagen hier. Haben diese drei Männer nach dem Mord der Polizei erzählt, was sie gesehen haben? Nicht wirklich. Harry hat angegeben, das Paar nicht gesehen zu haben. Joseph, der Metzger, hat gesagt, er könne sich nur daran erinnern, dass der Mann etwa 3 Zoll größer war als die Frau, die selbst höchstens 5 Fuß groß war. Obwohl er derjenige war, der in ihre Richtung gezeigt und über sie geredet hat. Mein Freund Joseph hingegen hat versucht, der Polizei so gut wie möglich zu helfen. Langsam zieht sich das viel zu sehr, Leute. Diese Gespräche sind ja echt der Hammer. Wie haben dieser Mann und diese Frau ausgesehen? Der Mann muss etwa 30 Jahre alt gewesen und ungefähr 5 Fuß 7 Zoll groß gewesen sein. Er hatte einen hellen Teint und einen blonden Oberlippenbart. Er trug weite, dunkle Arbeiterkleidung, eine graue Kappe und einen roten Schal um seinen Hals. Joseph gab jedoch an, er hätte ihn nur für einen kurzen Augenblick gesehen und könne ihn deswegen unmöglich identifizieren. Ach ja. Und die Frau? Er hat sie nur von hinten gesehen. Ihre Hand tun Männer ja öfter, hat den ne? Bauch des Mannes berührt und sie schien ihn wegzudrücken. Er hat noch gewusst, dass sie klein war und schwarze Kleidung sowie eine schwarze Haube getragen hat. Nachdem seine Aussage zu Protokoll gebracht worden war, zeigte die Polizei ihm die Kleidung des Opfers.
Und Joseph meinte, dass sie genauso aussehen würde wie die Kleidung der Frau, die er gesehen hat. Wie bereits erwähnt, hat er die beiden nur kurz gesehen. Ermüdet mich dieses Commentary hier. Da sagt das Spieler mehr als ich gerade mal. Unterwegs war. Ja, ihr werdet es wahrscheinlich merken während der Aufnahme. Der Imperial Club ist ein jüdischer Verein, richtig? So ist es. Danke für Ihre Hilfe, Mr. Solomonowitsch. Ach, keine Ursache. Wir müssen um jeden Preis verhindern, dass dieser Dämon wieder zuschlägt. Und die Polizei scheint damit gewisse Schwierigkeiten zu haben. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Mr. Holmes. Danke, danke. Gut, nachdem wir jetzt fast 11 Minuten totgeschlagen haben. Und zuallererst müssen wir die 3 Zugänge finden, die zum Mitre Square führen, Watson. Abgeschlossen. Okay, gut. Hier haben wir noch das hier. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Der Imperial Club. Gut, wir gehen einfach mal den Weg wieder zurück. Der hat uns ja hier hingeführt. Dann gucken wir uns mal die anderen Wege an. Vielleicht begegnen wir ja noch einen Mord. Auch da kann ich mal was zugreifen. Das freut mich doch. Gegriffen. Kann mir bestimmt mal nützlich sein, ne? Hier noch. Oh, hier kann ich mal ein bisschen was gucken. Watson, jetzt sind wir genau an der Stelle, wo das Leben der armen Catherine Eddowes sein tragisches Ende genommen hat. Hier ist es ziemlich dunkel, Holmes. Ja. Wahrscheinlich hat der Mörder deswegen diesen Ort gewählt. Intelligentes Bürschchen. Schalten Sie das Licht wieder ein, Watson. Wir brauchen eine Lampe. Ja gut, die Lampe nehmen wir da natürlich. Lampe. Wir brauchen eine Lampe. Schalten Sie das Licht wieder ein, Watson. Wir brauchen eine Lampe. Ist das ein Ernst? Die Lampe ist doch da. Ach so, okay, ich verstehe. Nehmen Sie die Lampe, Watson. Gut. Es werde Licht. Checken wir mal. Oh, was liegt denn da? Checken wir doch mal diese. Erinnern uns diese herumliegenden Gegenstände nicht an etwas, Watson? Es handelt sich um Gegenstände, die Frauen gewöhnlich von Benutzung haben. Aha. Dem Opfer, dem Mörder ist eine Frau. Die Gegenstände lagen schon vor dem Mord da. Ich würde sagen, dem Opfer. Ein Fetischist? Nö. Es hat Ziehadoos durchsucht. Okay, checken wir mal weiter. Der Haupteinschnitt erstreckt sich vom Brustbein bis hinunter zur Leiste. Der Mörder hat den Unterleib wie bei einem Tier geöffnet. Eine Niere wurde entfernt. Hart. Die Gebärmutter wurde entfernt. Hart. Mega hart. Ja gut, geh weg. Gut, wir auf... Da sind noch ein paar Punkte, die also einige Punkte, gut. Ich will jetzt aber hier weiter herleiten. Ich habe hier nämlich noch ein paar Punkte. Gut, kann ich jetzt zurück und kann hier weitermachen. Ein Stück der Schürze fehlt. Darum kümmern wir uns später. Ja gut. Die Innenseiten der Oberschenkel sind sauber. Auch bei diesem Mordfall gab es keine sexuellen Handlungen zwischen dem Opfer und dem Täter. Ja gut, wenn die Oberschenkel sauber sind, dann ist es so gewesen, ne? Anscheinend. Der Kopf wurde nach links gedreht. Der Mörder muss also auf der rechten Seite des Opfers gewesen sein. Sehen wir uns die Frau von vorne an. Boah, Alter. Die sieht ja brutal zugerichtet aus. Guckt euch mal die Nase an. Die Nase wurde abgeschnitten. Boah, hart. Nur ein Einschnitt ist zu erkennen, Watson. Er verläuft von links nach rechts. Hat die da eine Wurst um? Schräg nach unten. Ist das eine Wurst? Sie noch irgendwo was? Die Nase wurde abgeschnitten. Ja, hatte ich schon. Da war eine Wurst, Alter. Hier am Arm. Die Eingeweide wurden am Stück entfernt, um an den Unterleib heranzukommen. Gut, habe ich hier noch irgendwo was vergessen? Der Kopf wurde nach links gedreht. Ja gut, ja, es ist hier noch irgendwo was. Irgendwo habe ich noch nicht geguckt. Erstmal einfach alles abdrücken. Nur ein Einschnitt. Nein, das hatten wir schon. Dann da am Ohr, das Auge. Die Augenlider wurden abgeschnitten. Ach du Scheiße, die wurden echt abgeschnitten. Ja gut, war es das? Nein, der immer Kopf noch nicht. Wurde immer nach noch nicht. Wo gibt's denn hier noch was? Mund? Mund? Nur ein Einschnitt ist nein, da. Die Wangen wurden verstümmelt, damit sie wie eingefallen wirken. Okay, war es das jetzt?
Ja, das war's. Wir haben die Frau, glaube ich, komplett untersucht. Und gehen wir hier weiter. Rein da, gut, dahin. Du dahin und du dahin. Jetzt muss ich einfach nur testen. Nein. Ebenfalls, auch du bist es. Okay. Ein Stück der Schürze. Ja, komm schon. Fehlt dir noch irgendwas? Da. Neben der Hand des Opfers liegt ein Fingerhut. Eine Parallele zu Annie Chapmans Pillen und Lestrides Pastillen. So. Mein Gott, Holmes, das war das reinste Gemetzel. So sieht's Sie aus. Sie müssen verstehen, Watson. Der Täter hatte nicht die Zeit dazu, um sich mit Feinheiten aufzuhalten, zumal die Bedingungen alles andere als ideal waren. Er hatte bestenfalls 7 oder 8 Minuten Zeit. Ja gut, da hat er nichts geschafft in der Zeit. Ne? Das war ja hier viel zu wenig Zeit. Dunkelheit. Muss man ja mal Holmes, so gesagt haben. Wir reden hier über eine Frau, über das tragische Opfer eines schlimmen Verbrechens. Durch das Verstümmeln des Gesichts und Aufschneiden des Unterleibs an etwa 20 bestimmten Stellen, vor allem im Bereich der Lunge und der Leber, hat dieser Mann viel Zeit verloren und ein hohes Risiko in Kauf genommen. Diese Vorgehensweise, die ich für willkürlich hielt, ist alles andere als willkürlich und dient wie die Entnahme der Organe einem bestimmten Zweck. Zuallererst müssen wir die 3 Zugänge finden, die zum Mitre Square führen, Watson. Ja, Moment, hier habe ich aber was Neues, mache ich mal dahin. Und das führt mich dann zu nicht dem da, doch, gut. Das habe ich hier mal alles. Gut, hier haben wir nochmal. Das ist die Mitre Street, aus der Constable Watkins gekommen ist, kurz bevor er die Leiche entdeckt hat. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Gut, das war der zweite und der dritte muss hier irgendwo sein. Da durchs Haus vielleicht. Nee? Gut, ja, hey, toll. Wo ist denn hier bitte noch ein dritter Eingang? Ist da? Ah. Diese dunkle, enge Gasse führt zum St. James Place. Watson, wir müssen unsere Zeitachse zu Hilfe nehmen, die schon für den Mord im Duffields-Jahr zum Einsatz kam. Dieses Mal müssen wir jedoch rekonstruieren, was einige bestimmte Leute getan haben. In diesem Fall die beiden Polizisten. Geil. Es gibt Watson keinen Grund, dorthin zu gehen. Watson ist nicht mal da. Gut, die Zeitachse brauche ich. Zeitachse. 1.42 Uhr. 1.42 Uhr. Constable Harvey nähert sich dem Mitre Square. Wir müssen berücksichtigen, dass der Constable den Mitre Square nicht betreten hat. Er konnte die auf dem Boden liegende Leiche nicht sehen. Aber hätte er einen stehenden oder sitzenden Mann sehen können? Gehen Sie zur Church Passage. Kommen Sie zurück und versuchen Sie, mich mit Ihrer Lampe zu sehen. Ich stehe an der Stelle, wo das Opfer entdeckt wurde. Ach ja. Auch wenn die Zeitachse noch nicht fertig ist, die mache ich gerade mal noch. Geil, kann ich nicht. Moment, wo war die Leiche? War die hier? Nö? Nö? Achso, Wand, ich soll da durchgehen, okay. Ne, nicht dadurch. Dadurch den Tunnel soll ich gehen. Von da ist der... Oder was? Bin ich von hier gekommen? Ich weiß nicht. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Ja gut. Nö. Dann komme ich mal von dort. La la la. Ist kein Mensch, ey. Ist wahrscheinlich viel zu dunkel hier drin. Viel zu spät. La la la. Ja gut, von da sehe ich dich auch und von da. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Ja gut, man sieht dich halt, ne? 1.42 Uhr. Constable Harvey nähert sich dem Mitre Square. Ja, so sieht Wir aus. Müssen berücksichtigen, dass der Constable den Mitre Square nicht betreten hat. Er konnte die auf dem Boden liegende Leiche nicht sehen. Aber... Hätte er einen stehenden oder sitzenden Mann sehen können? Gehen Sie zur Church Passage. Kommen Sie zurück und versuchen Sie, mich mit Ihrer Lampe zu sehen. Ich stehe an der Stelle, wo das Opfer entdeckt wurde. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Ist es die Church Passage hier? Ich weiß gar nicht, welche die Church Passage ist. Alter. Ist hier eine Kirche? Nein, hier ist nirgends eine Kirche. Ich komme von... War da ein Schild? Vielleicht steht da Church Passage? Nee, steht nicht. Ach, da war... Ah, hier war das erste mit Solomonowitsch. Gut.
dann muss ich, glaube ich, doch da durchgehen, oder? Moment, ich schaue einfach mal im Dialog nach. Und zwar mit Holmes. Ja gut, das ist schon ins Gesicht und so weit, aber ich habe zuerst nein. Das hier. Nein, okay, doch nicht. Ich geh mal da durch. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Ich weiß. Jetzt komme ich hier. Bruder, Mann, hätte ich gesehen. Egal, wo ich komme, ich habe jetzt schon jede Straße durchgemacht, ne? Ist ja klar. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Okay, tut mir leid. Ich kann sie sehen, Holmes. Oh, sie mussten weitergehen und den Platz betreten, um mich zu sehen. Was Constable Harvey jedoch nicht getan hat. Die Zeit schreitet hier voran. Es kann also gut sein, dass der Mörder noch dort war. 1.42 Uhr. Constable Harvey erreicht den Mitre Square, betritt ihn jedoch nicht. Der Mörder könnte noch dort gewesen sein. Ja, ja. Wir machen mal hier 35 noch hin. Um 1.35 Uhr unterhalten sich ein Mann und eine Frau am Zugang zur Church Passage. Der Mann kam aus Richtung Aldgate. 1.30 Uhr. Constable Watkins hat während seines Rundgangs die Leiche nicht gesehen. Oh. Wenn Constable Watkins seinen Rundgang ordnungsgemäß durchgeführt hat, und darüber besteht kein Zweifel, da er die Leiche eine Viertelstunde später entdeckt hat, kann sich der Mord noch nicht ereignet haben. Und niemand war auf dem Mitre Square, sofern dem Constable in der Dunkelheit nichts entgangen ist. Betreten Sie von der Mitre Street kommend den Mitre Square, Watson. Bleiben Sie dann stehen und versuchen Sie, mich mit Hilfe der Lampe zu sehen. Ich stehe da, wo die Leiche der armen Catherine Eddowes lag. Aha. Ja, ich kann sie sehen, Holmes. Perfekt, Watson. Okay. Werfen wir einen Blick auf unsere Zeitachse. Ja, ja, Watson. Tun wir das mal. Wir ziehen heute mal ein bisschen im Part hier. 1.44 Uhr, komm schon. 1.44 Uhr. Die Leiche wird entdeckt. Und 1.30 Uhr. Sehr gut, Watson. Wir können also kategorisch ausschließen, dass sich der Mord vor 1.30 Uhr ereignet hat. Platzieren wir den Mord an der armen Catherine Eddowes auf der Zeitachse, Watson. Und wann? Zwischen 35 und zwischen 1.35 Uhr und 1.42 Uhr. Sehr überblicklich. Der Mord scheint in diesem Zeitraum verübt worden zu sein, also innerhalb von 7 Minuten. Ja, Holmes. Aber beweist das wirklich, dass der Mörder genug Zeit hatte, um beide Morde zu begehen? Die sind fast eine Stunde auseinander. Natürlich hat er genügend Zeit. Watson. Holmes und Watson haben 20 Minuten gebraucht, um vom... Moment, da der Mord... So, Watson, jetzt können wir mit Sicherheit sagen, dass der Mörder tatsächlich genug Zeit hatte, um beide Morde zu begehen. Definitiv. Unglaublich. Oh, incredible. Werfen wir einen Blick auf unsere Zettel mit den Schlussfolgerungen, Watson. Naja, machen wir. Was? Was ist los? Werfen wir einen Blick auf unsere Zettel mit den Schlussfolgerungen, Watson. Ich habe schon verstanden. Herleiten. Oder? Moment. Schlussfolgerung. Folgern. Oh, wir haben was Neues. Yippie. Whitechapel. Da können wir noch hier was einfügen. Da haben wir auch noch was. Dann nix. So, getan. Werfen wir einen Blick. Haben wir doch gerade, Freundchen. Was willst du noch hier? Voll gern. Hier, Seite 1. Ist ja, nein, ist nix zu bewegen. Rein gar nichts. Hier auch nochmal. Mhm. Ja, gut. Okay. Sehr schön. Aha. Mhm. Okay. Und da ist nichts. Gut. Fertig. Und jetzt? Oh, ich habe doch drauf geguckt. Alter, was willst du denn noch hier herleiten? Vielleicht noch irgend. Oh! Oh! Ja, hier habe ich ja ein bisschen was vergessen. Fällt mir gerade mal so auf, ne? Das hätte mir ja mal jemand sagen können, du. Moment. Aha, das ist so ein blödes Ding. Hier mache ich mir direkt 1. 2 ist gut. 1
zwei oder drei. Gut. Der Mord, also bei der Verletzung am Hals handelt es sich um einen Schnitt, der von rechts ausgehend leicht schräg nach unten wies. Ja, der Mörder stand hinter dem Opfer. Von rechts über. Was ist denn Taupen? Der Hauptschlag geht von Brustbein bis hinunter zur Leiste. Na gut, enthaupten ist dann doch falsch. Mit großer Kraft, das passt. Beidhänder rechts. Ah, Rechtshänder, perfekt. Bisschen wurde groß. Mal sehen. Der Error ist auf der gleichen Weise ums Leben gekommen wie Elstwright. Nein. Klein- und Linkshänder. Passt. Was? Nein. Ah, nee, der Mörder. Ja, nee, der passt. Passt das? Nein? Nein? Auch nicht? Gut. Dann müssen wir hier was ändern. Der Einschnitt war nicht tief. Passt hier dann irgendwie was? Nee. Ja, gewürgt hat er es nicht. Wie als Stride ist hier nicht ums Leben gekommen. Definitiv nicht. Also ist klein und Linkshänder. Das hier ist richtig. Also ist das hier falsch. Dein Komplize von Elstwright Mörder hat er da umgebracht. Der Elstwright nicht die Elders umgebracht. Nö. Nö. Oh, Alter, die ist ja jetzt schon wieder falsch. Ich glaub es nicht. Jedes Mal irgendwas anderes hier. Der Schnitt war schnell und groß Kraft durchgeführt. Und mit großer Kraft durchgeführt. Also das ist auf jeden Fall richtig. Ah, ne, hier, der Mörder. Ach, dann ist das hier falsch. Nein, ist auch nicht dieselbe. Also, er hat sein Opfer erwürgt. Ja, gut. Die hatte keine Einschnittwunde am Hals. Wie? Was ist das denn bitte? Alter, was ist denn jetzt daran falsch? Digga, was ist denn los? Hat sein Opfer erwürgt. Nee, möglich. Klein ja, links an der Nein. Nein. Dann probieren wir das. Dann gucken wir hier, was es noch gibt. Der Einschnitt war nicht tief. Ja gut, wir gehen mal hier einfach ganz oben und fangen dann mal hier an. Sonders. Zack. 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 Nö. Gut, gehen wir nach oben. Dann gehen wir mal hier aufs zweite. Zack. Zack. Nö. Gehen wir wieder nach oben. Ja, das ist jetzt hier wirklich eine Testfunktion hier. Nö. Gehen wir auf 1 und gehen wir hier auf 2. Zack, zack. Nö, auch nicht. Gehen wir auf 2. Nö, auch nicht. Und gehen auf 3. Und vielleicht haben wir jetzt hier Glück. Eventuell. Nein, auch nicht. Okay. Gehen wir wieder auf 1 und hier auf 3. Ne, Moment. Du musst hier auf 1 bleiben. Und jetzt gehen wir hier wieder runter. Nö. Yes! An diesem Punkt. Können wir nicht nach Hause gehen. Aber das geht so schnell weg. Ja. Da kann man gar nicht mal so nachlesen. Einen letzten Ort müssen wir noch aufsuchen. Erinnern Sie sich an das fehlende Stück der weißen Schürze? Es wurde nur einige Schritte entfernt am Eingang eines Gebäudes gefunden. Dorthin müssen wir gehen. Okay. Aber gut, meine Freunde, ich würde einfach sagen, das machen wir im nächsten Part. Wir haben jetzt schon fast die halbe Stunde erreicht und das reicht jetzt auch um Überlänge von. Daher sehen wir uns dann einfach im nächsten Part von Let's Play Sherlock Holmes, wenn es wieder heißt, die kleinen Hobby-Detektive arbeiten. Von da, meine Freunde, sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann und ciao! Yo, Leute! Wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, wann irgendein Video kommt, egal ob von diesem Kanal oder von meinem anderen Kanal, dann klickt einfach auf einen der drei Icons und abonniert bzw. followt mir einfach auf den anderen sozialen Netzwerken. Zur Wahl stehen Instagram, Twitter sowie mein anderer YouTube-Kanal. Von daher folgt und abonniert, was das Zeug hält, damit ihr nichts verpasst, was hier passiert. Von daher, ciao!